Ihr Lieben, ich bin in Quarantäne und deswegen mache ich das jetzt einfach mal so am Laptop. Ist ja auch okay. Ich glaube, es ist gerade eine verrückte Zeit für viele. Es passieren viele furchtbare Dinge auf der Welt. Es passieren furchtbar anstrengende Dinge, sowas wie, dass ich jetzt hier in meiner kleinen Mini-Wohnung in Münster mit der Maske rumlaufen muss, um den Rest meiner Familie irgendwie zu schützen. Ja. Es passieren aber auch viele schöne Dinge. Das Wetter ist gerade super. Und sicherlich fallen euch an der einen oder anderen Stelle auch noch Sachen ein, die für euch gerade super sind. So ist das Leben irgendwie, ne? Es ist jetzt keine besonders große Weisheit, aber so ist das. Es passieren ja aber auch trotzdem immer noch Feste. So. Sowas wie Ostern. Unser wichtigstes Fest. Und warum sollten wir das nicht feiern? Also gerade jetzt ist das doch ein super Fest, um zu feiern. Und deswegen haben wir zu einem Schnipselgottesdienst nochmal aufgerufen, das Ganze nochmal digital zu machen. Und deswegen kommt jetzt hier der Schnipselgottesdienst zum Ostersonntag. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und vorher würde ich euch aber kurz einladen, noch einmal bei Willow euch anzumelden. Das könnt ihr machen bei willow.jesusfreaks.de und das Ganze wird über Himmelfahrt stattfinden im Ferienpark Thüringer Wald. Da treffen wir uns und quatschen einfach, vor allem. Das wird eine super Sache. Und dann findet natürlich auch dieses Jahr endlich wieder Freakstock statt in Altstädt und das ist Anfang August. Und da könnt ihr jetzt auch schon Tickets kaufen im Vorverkauf über den Kultshop. Und macht das doch auch am besten direkt nochmal. Und ja, ich entlasse euch hiermit in den Ostergottesdienst. Jesus Freaks Deutschland. Schnipselgottesdienst. Viel Spaß dabei. Doch noch meine Bibel holen. Los! Okay, also jetzt aber noch mal kurz: Was war letzte Woche? Was ist Karfreitag passiert? Also, Jesus wurde von Judas tatsächlich verraten. Und dann sind da doch so komische Soldaten gekommen und haben ihn festgenommen. Ja. Und was ich immer noch nicht verstehen kann, dass die ganzen Menschen wollten, dass Jesus ans Kreuz kommt und nicht Barabbas, obwohl der doch viel gemeiner war Ja, als Jesus. das stimmt, genau. Und dann wurde Jesus abends in dieses Grab gelegt, was in den Felsen gehaut war. Und davor wurde ein Riesenstein gelegt. Und heute, an Ostersonntag, da wollten zwei Frauen, die ist Maria und Maria Magdalena, wollten zu Jesus hin und den salben. Weißt du, was das ist? Nee, was ist das denn? Das ist so eine ganz alte Tradition von Israel. Die haben früher, manche machen das auch heute, glaube ich noch, wenn jemand gestorben ist, haben die den einmal gewaschen, richtig sauber gemacht und dann mit so einem richtig gut duftenden Öl eingerieben. Dann hat Jesus richtig gut gerochen danach. So sollte es sein, genau, deswegen sind die dahin. Aber als sie dahin gekommen sind, war der Riesenstein weggerollt. Was? Ja, Wahnsinn, oder? Aber da war das so schwer. Ja, und dann sind die da rein und da, wo Jesus lag, war niemand mehr. Nein! Ja. Verrückt, oder? Verrückt! Wer hat den geklaut? Das war bestimmt Judas! Pass mal auf, niemand hat Jesus geklaut. Was? Jesus ist nämlich auferstanden. Der lebte plötzlich wieder. Wie? Maria und Maria Magdalena waren ganz traurig, dass sie Jesus nicht gefunden haben und sind durch den Garten gegangen. Und auf einmal haben sie jemanden gesehen. Sie wussten erst gar nicht, wer das war. Aber es war Jesus. Was? Da haben sie Angst bekommen. Sie sagten, das kann doch gar nicht sein. Und Jesus sagte ihnen,
fürchtet euch nicht und lauft zu meinen Jüngern und zu allen Menschen und erzählt ihnen, dass ihr mich gesehen habt und dass ich lebe. Was ein Wunder, oder? Das kann ich ja fast gar nicht glauben. Ja, ich kann es auch fast nicht glauben, aber es war wirklich so. Wie schön und wie toll, da kann ich ja... Und deswegen, guck mal, so sehr wie du dich freust, so sehr freuen wir uns jedes Mal, wenn wir Ostern feiern. Weil wir uns daran erinnern. Ne? Freut ihr euch auch so, wie ich mich freue? Stimmt, ja. Genau. Und dann sind die Frauen los zu den Jüngern und haben es ihnen erzählt. Und die konnten es fast gar nicht glauben. Aber am Sonntagabend, da saßen die Jünger zusammen und haben an Jesus gedacht und haben miteinander gegessen. Mhm. Dann klopfte es und Jesus ist zu seinen Jüngern gekommen. Oh, und die haben sich bestimmt sofort so richtig gefreut. Nee, die haben sich nicht gefreut. Die wussten nämlich erstmal gar nicht, wer das ist. Wie, die haben den nicht erkannt? Nee, zuerst nicht. Erst als sie die, die Wunden an den Händen und an den Füßen gesehen haben. Ne? Und dann haben die sich auch richtig gefreut. Dann haben die sich richtig gefreut und dann haben die zusammen gegessen. Oh, wie toll! Super, so ein richtiges Festessen so bestimmt. Ein richtiges Festessen. Oh ja, und irgendwie, weißt du, was ich gleich mache? Ich gehe gleich in den Garten. Was machst du denn da? Da suche ich dann Ostereier. Ach. Ja, willst du mir helfen? Auf jeden Fall. Oh. Habt ihr schon Ostereier gesucht oder macht ihr das noch? Alles klar. Okay, macht's gut. Tschüss. Schönen Sonntag. Schönes Osterfest. Tschüss. Tschüss. Das Haupt von Dornen einst gekrönt, krönt nun die Herrlichkeit, vor dem der uns die Füße wusch, knien wir in Ehrfurcht heut, den der die Schuld und Sünde trug, kleidet nun Majestät, vollkommene Liebe strahlt um ihn, ein Glanz, den jeder sieht. Dein Name heißt, du hast gesiegt, die Ehre sei dir Majestät, dein Name. Die Ehre sei dir, Majestät. Angst, die uns festhielt, beugt sich dem, der unser Friede ist. Sein letzter am Kreuz ist der, der mich belebt. Dein Name heißt, du hast gesiegt. Die Ehre sei dir, Majestät. Dein Name heißt, du hast gesiegt. Die Ehre sei dir, Majestät. Auf durch deinen Geist aus der Asche der Ruin. Der auferstandene Herr lässt mich nun auferstehen. Herr, dein Name macht mich frei, ich verkünde deinen Sieg. Der auferstandene Herr lässt mich nun auferstehen, ich
Ich steh auf durch deinen Geist, aus der Asche der Ruin. Der auferstandene Herr lässt mich nun auferstehen. Herr, dein Name macht mich frei, ich verkünde deinen Sieg. Der auferstandene Herr lässt mich nun auferstehen. Ich steh auf durch deinen Geist, aus der Asche der Ruin. Der auferstandene Herr lässt mich nun auferstehen. Herr, dein Name macht mich frei, ich verkünde deinen Sieg. Der auferstandene Herr lässt mich nun auferstehen. Lass mich nun auferstehen. Soldaten wachten dort am Grab, 3 Tage doch umsonst. Sein Körper lag nicht länger da, Gott hat das Grab geräumt. Gott hat das Grab geräumt. Dein Name heißt, du hast gesiegt. Die Ehre sei dir, Majestät. Dein Name heißt, du hast gesiegt. Die Ehre sei dir, Majestät. Ich steh auf durch deinen Geist, aus der Asche der Ruin. Der auferstandene Herr lässt mich nun auferstehen. Herr, dein Name macht mich frei, ich verkünde deinen Sieg. Der auferstandene Herr lässt mich nun auferstehen. Ich stehe auf durch deinen Geist, aus der Asche der Ruin. Der auferstandene Herr lässt mich nun auferstehen. Herr, dein Name macht mich frei, ich verkünde deinen Sieg. Der auferstandene nun auferstehen. Dein Name heißt, du hast gesiegt. Die Ehre sei dir, Majestät. Dein Name heißt, du hast gesiegt. Die Ehre sei dir, Majestät. Wenn ich dir an den Mountain so high. If you want to see God, you gotta move on the other side. You stand up there with your head in the clouds. Don't try to fly, you know you might not come down. Don't try to fly near God, you might not come down. Jesus came down from heaven to earth. The people say it was a virgin birth. Jesus came down from heaven to earth.
the people said it was a virgin birth. The people said it was a virgin birth. He told great stories of the Lord and said he was the savior of us all. He told great stories of the Lord and said he was the savior of us all. And said he was the savior of us all. For this we killed him, nailed him up high. He rose again as if to ask us why. Then he ascended into the sky, as if to say in God alone we soar. As if to say in God alone we fly. Valley deep and the mountain so high, if you wanna see God, you gotta move on the other side. You stand up there with your head in the clouds. Don't try to fly, you know you might not come down. Don't try to fly near God, you might not come down. Valley's deep and the mountain's so high. If you wanna see God, you gotta move on the other side. You stand up there with your head in the clouds. Don't try to fly, you know you might not come down. Don't try to fly near God, you might not come down. Wenn ihr also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, dann richtet euch nach oben hin aus. Dort sitzt Christus an der rechten Seite Gottes. Wendet euch dem zu, was dort oben ist, und nicht dem, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus bei Gott verborgen. Es kommt aber die Zeit, in der Christus euer Leben erscheint. Und dann wird auch offenbar, dass ihr zusammen mit ihm Anteil an Gottes Herrlichkeit habt. Auferweckt, aufgeweckt, erwacht in einer anderen Welt. Wir sind durch den Krieg in der Ukraine, so hat es unsere Außenministerin formuliert, in einer neuen Welt aufgewacht. Wer bisher noch den Traum von einer heilen Welt hatte, der muss erkennen, dass dieser Traum an der Wirklichkeit zerschellt ist. Die Konsequenzen noch kaum abzusehen, aber schon spürbar. Politik und Gesellschaft werden sich neu ausrichten müssen, auch wir werden uns neu ausrichten müssen. Die Zukunft ist noch unsicherer, als sie bisher schon war. Wir erleben eine Zeitenwende. Zeitenwenden gehören zum Leben. Die Älteren unter uns erinnern sich. Die Wiedervereinigung, 9/11. Manche haben vielleicht noch den Kalten Krieg im Gedächtnis. Oder den Wirtschaftsaufschwung, vielleicht sogar das Ende des Zweiten Weltkrieges.
Solche Zeitenwenden erfassen die ganze Welt. Andere, die meisten wahrscheinlich, betreffen uns ganz persönlich. Unsere Taufe, eine Hochzeit, vielleicht eine Beerdigung. Die Zeit wendet sich, wenn ein Kind geboren wird oder wenn ein geliebter Mensch stirbt. Die Zeit wendet sich, wenn ich den Job wechsle oder wenn von heute auf morgen eine Krankheit meinen Alltag bestimmt. Auch in unserem eigenen kleinen Leben können wir von jetzt auf gleich in einer neuen Welt aufwachen. Auch an Ostern geht es darum, um eine Zeitenwende. Aber im Gegensatz zu den Ereignissen, die uns derzeit so große Sorgen machen, geht es um eine Zeitenwende nicht vom Tod, sondern vom Leben erzählt. Eine Zeitenwende, die auf ihre Weise unserem Leben eine neue Ausrichtung geben will. Paulus drückt das im Brief an die Kolosser so aus: Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, und nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben, und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Wir können uns das heute mit dem Christentum als Weltreligion gar nicht mehr vorstellen. Aber diese Neuausrichtung, die Paulus da fordert, konnte damals dramatische Folgen haben. Nicht wenige, die sich diesem neuen Glauben angeschlossen hatten, wurden verfolgt, getötet. Und das nur, weil sie nicht mehr den Gepflogenheiten und Regeln der damaligen Gesellschaft folgten, sondern den Worten eines Mannes, der die Gebote Gottes und vor allem das Liebesgebot in den Mittelpunkt stellte. Für diese Botschaft wurde Jesus gekreuzigt. Er ist gestorben und begraben. Aber eben weil er an dieser frohen Botschaft, an diesem Evangelium festhielt, blieb es nicht dabei. Denn Gott wendete in der Osternacht die Zeit. Weg vom Tod, weg von der Zerstörung, weg vom Hass und hin zur Liebe, hin zu einer neuen Schöpfung, hin zum Leben. Die Jüngerinnen und Jünger wussten es noch nicht, aber an diesem ersten Ostermorgen sind sie in einer neuen Welt aufgewacht. Eine Welt voller Hoffnung, voll von Trost und Hingabe, voll vom Heiligen Geist, voll von dem Himmel, den Jesus immer wieder beschrieben und gepredigt hat. Es war die Welt, wie sie Gott von Anfang an gedacht und gewollt hatte. Die Welt, die er nun entgegen den irdischen und allzu menschlichen Mächten durchgesetzt hatte. Der Tod, den die Menschen bringen, ist nicht Gottes letztes Wort. Nicht in Jesu Leben, nicht in unserem Leben, nicht in der Ukraine und auch nicht im Kreml. Gegen all das spricht Gott sein Wort vom Leben. Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, doch schau her. Ich lebe für immer und ewig und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Keine Macht und kein Machthaber dieser Welt wird das ändern können. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Ein neuer Tag und ein neuer Morgen und wieder sing ich dir mein Lob, was auch vor mir liegt und was immer auch geschehen mag. Lass mich noch singen, wenn der Abend kommt. Komm und lobe den Herrn,
sing, bete den König an. Sing wie niemals zuvor, nur für ihn, und bete den König an. Du liebst so sehr und vergibst geduldig, schenkst Gnade, Trost und Barmherzigkeit. Von deiner Güte will ich immer singen. Zehntausend Gründe gibst du mir dafür. Komm und lobe den Herrn, meine Seele singt, bete den König an. Wenn am Ende die Kräfte schwinden, wenn meine Zeit angekommen ist, wird meine Seele dich weiter preisen. Zehntausend Jahre und in Ewigkeit, komm und meine Seele singt, bete den König an. Sing wie niemals zuvor, nur für ihn, und bete den König an. Komm und lobe den Herrn, meine Seele singt, bete den König an. Sing wie niemals zuvor, nur für ihn, und bete den König an. Ich bete den König an. Ich bete den König an. Ich bete den König an. Jesus, vermutlich wären wir hier in diesem Leben nie voll und ganz verstehen und das volle Ausmaß davon begreifen können, was du für uns getan hast, dass du alle Strafe bezahlt hast für uns an unserer Stelle, dass du sogar mit deinem Leben bezahlt hast, dass du für uns gestorben bist, für unsere Schuld und für unser Versagen, für unsere Ignoranz und Gleichgültigkeit, für unsere harten Herzen, für unseren Egoismus, für unser Misstrauen und für all unser Vorurteilen und Dogmatisches übers Ziel hinausschießen, für allen gut gemeinten Aktionismus, der oft viel mehr Schaden angerichtet hat, als er genutzt hat, für all unsere Programme fahren und Punkte abarbeiten, statt Menschen und ihre Bedürfnisse zu sehen. Jesus, trotz all dem und vielleicht noch Schlimmerem, siehst du uns total liebevoll an. Du kennst unsere Geschichte und all die Qual und der Schmerz und selbst das Getrenntsein vom Vater. War es dir wert, sind wir es dir wert, dass du diesen Weg gegangen bist, damit wir in die Gemeinschaft mit dir kommen können, zurückkommen können, immer und immer wieder, egal was war. Und nichts wird das jemals kaputt machen können. Und nichts wird so schlimm sein und auch kein Vergehen so schwer wiegen. Bei dir ist immer Vergebung und Heilung und Wiederherstellung. Und Jesus, ein Danke drückt nicht annähernd aus,
aber in unserer Begrenztheit haben wir nicht viel mehr. Wir können das mit Dankbarkeit, dieses unverdiente Geschenk annehmen und es genießen. Es genießen, dass wir es uns nicht erarbeiten müssen, sondern einfach nur Ja dazu sagen müssen. Genauso wie du Ja zu uns sagst. Bedingungslos und auf ewig überfließend und unendlich gelebt. Und Jesus, wir feiern heute deinen Sieg über den Tod, über alle Schuld und alles Getrenntsein von dir. Aber wir feiern auch das Leben und deine Liebe zu uns. Und dafür einfach mega fett danke. Amen. Ja, vielen Dank für alle, die was beigetragen haben. Ich hoffe, ihr konntet beim Zusehen noch mal Kraft daraus ziehen für die kommenden Tage, Wochen, Monate, was auch immer euch gerade bewegt. Jesus ist mit dabei. So, das ist einfach was, das könnt ihr euch, dessen könnt ihr euch sicher sein. Und auch wenn es blöd läuft, ist er trotzdem da. Ja, diese Sachen, zum Beispiel auch dieser digitale Schnipselgottesdienst, der wird natürlich möglich gemacht durch einmal Leute, die Bock darauf haben mitzumachen, aber eben auch durch eine Finanzierung der Strukturen des Jesus Freaks Deutschland e.V. Dementsprechend geht doch bei jesusfreaks.de/spenden vorbei, wenn euch das hier gefallen hat. Und dann könnt ihr da auch nochmal eine Spende dalassen. Das freut uns natürlich und ermöglicht weitere Formate in der Zukunft und hilft uns natürlich aber auch beim Willow oder auch bei Freakstock und sonstigem, was da in der Zukunft noch so liegt. Also, genau, kauft Tickets, meldet euch an für Willow und Freakstock und spendet uns gerne was. Wir freuen uns darüber sehr und ja, mal gucken, vielleicht bis nächstes Jahr. Vielleicht machen wir nächstes Jahr auch einfach eine große Ostersause oder nicht. Ansonsten, genau, sehen wir uns vielleicht bei Willow oder auf dem Freakstock. Ciao.